Unser Foltermeister ist so gut, dass du ihn nicht nur lachen, sondern auch seine und meine Geheimnisse preisgibst. Nee, Freund. Dich nehme ich mit in die Hölle. Zum Teufel damit. Also, geh doch. Verschone mich. Gnade, Gnade, bitte lasst mich leben. Habe ich jetzt wieder? Fehlen noch zwei. Ich hab die hier unten, habe ich alle geplündert. Guck mal bei den Leichen da oben. Oh, die sind weg. Onkel. Ihr gewinnt. Ciao. Ich glaube, es langt jetzt aber. Wie kannst du nur die Verstorbenen entehren? Erst das Brenneisen, dann ein paar nette Verstümmelungen und schließlich wirst du hängen. Also irgendwie habe ich so mal Zweifel. So, allmählich gehen denen aber doch eigentlich die Leute aus der Stadt, oder? Gut, jetzt aber. Auf, komm mit. Nur, wohin? Ich gehe! Und das ist nie passiert! Der Preis der Perfektion kann nicht in Münzen gemessen werden! Damit will ich nicht. Ja, eigentlich schon. In vielen Münzen. Ich mag teuer sein, aber meine Waren sind die extra Quattrini wert. Ich habe noch nie schlechte Güter. Ja, steht immer im Weg rum, komm mit. Also, irgendwo ist der doch. Was ist denn da hin? Ach, da oben ist er. Wie komme ich da hoch? Ah, da die Treppe. Oh nein, wirst du nicht! Geld, ich brauche ja hier bessere Schwerter und sowas.
Noch ein Fremdling. Ein Geisteskranker. Da ist er. Lass es mal entlassen. Da bist du ja. Stronzo, das ist dein letzter Tag. Ja, also, geht doch. Was planst du mit deinen Verbündeten? Ist es das, was mein Vater entdeckte? Wurde er deshalb getötet? Entschuldige, hoffst du etwa auf ein Geständnis? Du Drecksschwein! Du sollst in der verdammten Gosse verrotten, du Hund! Wenn du nur noch mehr gelitten hättest! Ich hoffe, du... Genug, Ezio! Ein wenig Respekt! Respekt? Nach allem, was passierte? Glaubt ihr, er hätte einem von uns Respekt entgegengebracht? Du bist nicht Vieri. Werde auch nicht so. Möge der Tod dir den gewünschten Frieden bringen. Requiescat in pace. Nimm dies. Lies es, wenn du Zeit hast. Wir sind hier jetzt fertig. Kehren wir zur Villa zurück. Ich habe ein Elixier aus Blei und Granatapfel gebraucht. Das hört sich ja gesund an. Und hier ist er, Nostro Campione Ezio. Es lebe Ezio! Ihr verschwendet keine Zeit mit dem Beginn der Feierlichkeiten. Warum denn auch? Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Durch Vieris Tod wird die Toskana endlich wieder friedlich sein. Weißt du, was das bedeutet? Nie mehr Arbeit. Wir können den ganzen Tag mit Saufen verbringen. Und mit Huren. Was denn? Stimmt doch. Komm, Ezio. Geh mit mir. Ja, Onkel. Die Pazzi unterstehen einem anderen, einem Spanier. Das ist Rodrigo Borgia, einer der mächtigsten Männer Europas und Großmeister des Templerordens. Also ist er verantwortlich für den Tod meines Vaters und meiner Brüder. Ja, und er wird auch dich töten, wenn er kann. Dann muss ich gegen ihn kämpfen, wenn ich frei sein will. Doch erst wenn jeder andere Templer meine Klinge gekostet hat. Vaters Liste wird mich führen. Wohin gehst du als nächstes? Florenz. Francesco de Pazzi wird das Schicksal seines Sohnes teilen. Ein kluger nächster Schritt. Kein Zweifel, dass er Böses im Schilde führt. Gut, genug der ernsten Gespräche. Ich bin in meinem Büro, wenn du mich brauchst. Ich sollte den Brief lesen, den mein Onkel mir gab.
Ja, welche ist's? Nee, ich weiß jetzt. Zu viele Briefe. Meine Liebe, ich bringe diese Gedanken zu Papier in der Hoffnung, eines Tages den Mut zu haben, sie mit dir zu teilen. Bald wirst du zweifelsohne erfahren, dass ich Job... Signor Pacci, ich tat, wie mir gar... Al magnifico Loren... Al magnifico... Ich habe jetzt einfach mal alle angeklickt. War's das? Gut, dann gehen wir jetzt ein Dings bei uns kaufen. Ich habe nicht jetzt genug Geld, dann kann ich mir noch die Stiefel holen. Ich weiß nicht, ob die Waffen wirklich so wichtig sind, ob ich jetzt die eine ein bisschen mehr Schutz hat als die andere, aber ich denke, die Rüstung ist auf jeden Fall eine schlaue Sache. Welche unglaubliche Preise ich euch biete! Doch nicht genug Geld. Vielleicht nächstes Mal. Ja, wenn ich in Florenz bin, beklaue ich dort wieder alles. Was denn lieb nagelfest ist, dann geht das. Sieht bekannt aus? Weitere Kodexseiten. Ja, dein Vater konnte einige finden und übersetzen, bevor er... Hier. Das ist nicht die Arbeit deines Vaters. Jemand anderes hat das übersetzt. Leonardo da Vinci, ein Freund. Siehst du, wie die Wörter von einer Seite auf die nächste kreuzen? Da ist irgendetwas drunter. Irgendeine Art Karte. Wohin soll die wohl führen? Dein Vater und ich konnten Teile einer Prophezeiung auf diesen Seiten entschlüsseln. Geschrieben wurde sie von einem Assassinen wie uns, der einst einen Edensplitter besaß. Sein Name war Altair. Er sprach von etwas Mächtigem und Uraltem, das unter dem Land versteckt ist. Was ist es? Ja, was? Genau um dieses Geheimnis zu lösen, haben wir diese Seiten gesammelt. Dann lasst mich helfen. Ich sollte die Arbeit meines Vaters fortführen. Und zwar jetzt. Ich beginne mit der Seite, die ich von Vieri habe. Leonardo wird sie entschlüsseln. Bene, komm wieder, wenn du Zeit hast, und wir fügen sie zur Wand hinzu. Ja, ist ja prächtig. Oh.
ich denn da? Ah, da. Nee, doch nicht. Doch. Einfach mal eine Treppe oder so da hochbauen können. Haben wir wieder ein Suchspielchen oder was? Oh, okay, der ist natürlich aber auch nützlich. Er muss spät dran sein. Und sie sehr schön. Ich bin im richtigen Bereich. Ah, da. Ah, nee, das ist so eine Kiste. Doch. Na gut, die schadet aber auch nicht. Ach, da unten. Ja, immer diese Spiele mit ihren kleinen Suchspielchen. Man könnte ja auch einfach mal nur die Story spielen und Leute ermorden. Das wäre doch eigentlich für ein Assassin's Creed-Spiel schon völlig ausreichend.